Hi-ho und willkommen zurück, meinem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir sind kurz vor dem Ende. Wir sind nämlich im Labyrinth der Diebe. Wird uns das hier angezeigt? Nö. Ja, mein Sch, wenn das euer Wunsch ist. Jael Kalles. Und ja. Wir verfolgen jetzt Zarevok. Ganz langsam und sicher. Durch dieses Wie kann ich Labyrinth. ihr brauchen? Nur zu fragen. Aber natürlich, Schätzchen. Und ich frage mich gerade, wann die ersten Fallen Worum? nochmal Ich werde gekommen mich in Hand sind. umdrehen, darum kümmern. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. So auswendig kenne ich dieses Labyrinth dann doch nicht. Ja? Ich werde mich in Hand umdrehen, Mit darum kümmern. Vergnügen. Ah, stimmt ja. Markierungen an den Wänden sagen mir, dass da Fallen sind. Au. Wie kann ich helfen? Mit Vergnügen. Na, Sänger der Sicher. Nacht. Now Natha. Aha. Jetzt rette ich die Lage. Worum geht es diesmal? Okay, Kriegerskelette sind garstig. Was ist es diesmal? Dann machen wir mal das da hinten ein bisschen schneller weg. Ja, wie ihr wünscht. Vor allem bevor es Kegel tötet. Warum denn ich? Olas sah? Ja. Wie kann ich helfen? Hilft alles herzlich wenig. Wir rasten hier mal. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Achso, ja, das hat sie ja wieder. Den Beutel. So, viel mehr Munition werden wir, glaube ich, auch nicht brauchen, da unten. So. Für euch tue ich an mit Vergnügen. Ja, wie ihr wünscht. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was zwischen den Symbolen, also hier diese grünen Flecken an der Wand, oder heißt es allgemein, hier gibt's Fallen. Mit Vergnügen. Sieht aber ja noch nach aus, dass es zwischen den grünen Symbolen Fallen gab. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Für wenn das euer Wunsch ist. Ja? Wie ihr Und wünscht. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das auch für die andere Seite galt. Ich fühle mich, wenn das euer Wunsch ist. Sieht aber jetzt nicht danach aus. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. So, auf den ersten Blick. Ja, mein Schatz. Und ja, Erfahrungspunkte sind auf Maximum. Für mit Vergnügen. Worum geht es die? Ihr braucht nur zu fragen. Wenn das euer Wunsch ist. Und ja, ich glaube, die Symbole haben ja? sogar die Art der Fallen angegeben. Mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch mit Vergnügen. Worum geht? Ich werde mich im Oder war die roten, darum kümmern. Roten Wegweiser. Wenn das euer Wunsch ist. Nein, hier war definitiv Fallen. Manchmal erschreckt mich das Geräusch ein bisschen.
Auch wenn ich eigentlich drauf gefasst bin. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Für wenn das euer Wunsch ist. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Wenn das euer Wunsch ist. Also ja, ab hier fängt dann auch wirklich das Labyrinth an. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. Und ab hier sind auch wieder Fallen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Für euch tue ich alles, wenn das euer Wunsch ist. So, hier sollten noch mehr Fallen sein. Sagt, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Versucht, Schritt zu halten. Ja, den Zweihänder können wir liegen lassen. Wir haben eh keine Möglichkeit mehr, Zeug zu verkaufen. Muss nachher dann auch bestimmte Sachen in mein Inventar legen, denke ich mal. Die wir so behalten wollen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein mit Vergnügen. So, die nächste Falle entschärft. Und noch eine Falle zum Entschärfen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue ich alles. Mit Vergnügen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen aber darum kümmern. Schätzchen. So, ab hier sind dann wieder Fallen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Mit Vergnügen. Na, wo sind die Fallen? Du bist keine Falle. Ich in Ordnung. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Worum geht es, die ihr braucht? Kommt nur zu in fragen. Ordnung. Hi. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Schicksalswachen und Skelettkrieger. Wie kann ich helfen? Aha. Sind schöne XP, die uns da durch die Lappen gehen. Vergnügen. Wo
Forum geht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sänger der Nacht. Ich fühle mich so sinnlich. Kraft. Ja? Vita. Mortis. Ich glaube, das war eine Sackgasse mit Fallen. Olos sah. Ich fühle mich so. Aber natürlich, Schätzchen. Also eine Falle war hier auf jeden Fall. Vielleicht noch eine zweite. Okay. Wie kann ich helfen? Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Das heißt, es geht hier weiter. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen aber darum kümmern. Schätzchen. Wie kann ich. Wie ihr. Ja, hier mein liegt Schatz, sogar jemand. Mit Vergnügen. Ach ja, dachte mir, dass ihr es seid. Ist ja fast wie ein Familientreffen hier, was? Ich wusste doch, dass ihr mir folgen würdet. Ihr seid beide desselben Blutes. Ihr müsst den Kampf beginnen, sonst wird er euch niederschlagen. Das wird aber auch nichts machen, denn ihr habt ihn bereits geschlagen. Seine Pläne sind verwirkt und seine Verbündeten fliehen in Scharen. Solche ihre Ziele, wenn auch niemand das wahre Verlangen dahinter erkannte. Niemand außer mir natürlich. Leider bin ich jetzt entbehrlich, aber das habe ich auch erwartet. Welche Rolle habt ihr dabei gespielt? Warum habt ihr ihm geholfen, wenn ihr doch wusstet, dass er euch nur wegwerfen würde? Wo ist er hin? Er kann sich nicht vor uns verstecken. Was sollte er denn dadurch gewinnen? Er musste doch gewusst haben, dass sein Plan schließlich doch auffliegen würde, als er einen Krieg mit Am anzettelte. Fragen wir mal das Erste. Welche Rolle ich gespielt habe? Ich war Sarivox Mentor und habe ihn in den schwärzesten Ritualen unterrichtet. Wenn er Erfolg gehabt hätte, wäre ich mit Sicherheit unter den Toten. Doch mein Name würde in seinen Taten weiterleben. Es gibt nach dem Tod noch etwas, wenn man auf die richtige Art stirbt. Wie sollte es in der Geschichte keinen Platz für den Lehrmeister geben, der den Aufstieg des neuen Herrn des Todes gelenkt hat? Ihr würdet das nicht verstehen. Ihr wurdet für große Taten in den Reichen geboren. Wir übrigen müssen uns unseren Platz in der Welt erst einmal mit allen Mitteln erkämpfen. Arroganter Narr, ihr habt den Tod wahrhaftig verdient. Ich würde euch umbringen, wenn eure Immunität nicht schon bestrafend genug wäre. Geht mir aus den Augen. Wo hat er sich versteckt? Ich will noch heute alles zu einem Ende bringen. Aufstieg, worin bestand denn sein Plan? Der Krieg mit Am war völlig sinnlos. Ihr müsst seinen Plan doch mittlerweile kennen, da ihr ihm praktisch auf Schritt und Tritt gefolgt seid. Vermutlich treibt euch dasselbe Verlangen an wie ihn, nur sucht ihr euch andere Ventile dafür. Nein, ein Krieg mit Am war niemals sein wirkliches Ziel. Sarivok ist kein Nutznießer des Krieges. Er wollte nur das Massensterben, genug im Kampf geopferte Leben, um das Feuer in seinem göttlichen Blut zu entzünden. Er dachte, dass die richtige Größenordnung an Todesopfern ihm zum Aufstieg verhelfen würden. Vielleicht hatte er ja recht, wer kann das schon wissen. Wenn man die Arroganz eines Gottes besitzt und tötet wie ein Gott, wer wird dann behaupten, dass man kein Gott ist? Wie grausam, dafür werdet ihr sterben. Ich werde beweisen, dass er das nicht ist. Wo hat er sich versteckt? Oh, Sarivok will sich gar nicht verstecken. Wegen euch muss er sich nicht mehr verstellen, kann die Maske eines ehrenhaften Wohltäters ablegen. Nur noch die fanatischsten und ängstlichsten seiner Verbündeten stehen jetzt noch zu ihm. Er wird all seine Leute um sich sammeln und weiterziehen. Natürlich weiß er, dass ihr ihm gegenübertreten müsst und er sichert sich dabei den Vorteil, den Kampfplatz selbst wählen zu können. In der Unterstadt gibt es einen Altar, an dem das Ritual stattfinden soll. Jetzt aber dient es ihm als letzte Zuflucht. Wenn ihr nicht zu ihm geht, schlägt er zu, wann es ihm genehm ist. Ja. Dann nehmen wir wirklich die Aussage, eure Anonymität ist Bestrafung genug, geht mir aus den Augen. Eure Barmherzigkeit ist bewundernswert. Ihr habt in der Tat einen anderen Weg gewählt als Sarivok, obwohl ich mich frage, ob das nicht am Ende auf dasselbe hinausläuft. Lasst mich hier, denn ich bin keine Bedrohung mehr für euch oder andere. Ich will mich hier nur eine Weile ausruhen. Oh ja, hier ist ja auch schon der Ausgang. Worum geht es dir? Ihr braucht nur zu fragen. Irgendwer fehlt.
Jael Kalles? Ja, dieser irgendwer ist Möge sie. Möge die Dunkelheit herrschen. Olos Saar? Ja? Gut, wir gucken uns aber noch den Rest hier vom Labyrinth an.